Guten Morgen und guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie und euch alle im Namen von Medico International zum zweiten Tag unserer Konferenz zur Rekonstruktion der Welt. Mein Name ist Thomas Seibert und ich möchte euch jetzt in das Programm einführen, das heute und morgen vor uns liegt. Ich glaube, dass wir zwei gute und wichtige Tage vor uns haben, Tage einer weit ausgespannten, auch weit verzweigten Debatte zur Lage der Welt, die wir gemeinsam bewohnen. Tage aber auch, um die Möglichkeiten zu diskutieren, sie überhaupt erst wirklich für alle überall bewohnbar zu machen. Vorab wende ich mich zwei Fragen zu, die sich vermutlich nicht wenige von Ihnen, von euch gestellt haben. Die erste Frage muss tatsächlich eigens gestellt und beantwortet werden. Sie fragt, wie Medico International als spendenfinanzierte Hilfsorganisation eigentlich dazu kommt, eine solche Konferenz zu veranstalten und dazu auch nicht unerhebliche Gelder bereitzustellen. Die Antwort auf diese Frage haben viele von Ihnen gestern schon bekommen, mit den Auftaktveranstaltungen zu Haiti und Moria. Wir haben diese beiden Inseln und ihre Bewohnerinnen an den Anfang gestellt, um mit Ihnen und euch allen eine Erfahrung zu teilen, die wir in unserer Arbeit als Hilfsorganisation tagtäglich machen müssen. Haiti und Moria zeigen nämlich, dass unsere Welt nicht nur daran leidet, nicht allen ihren Bewohnerinnen einen Platz zum Leben zu gewähren. Auf diesen beiden Inseln kann vielmehr erfahren werden, dass unsere Welt tagtäglich immer mehr Menschen den Platz zum Leben nimmt. Auf Haiti und Moria kann auch erfahren werden, dass das nicht nur eine Frage der Armut ist, sondern dass den Menschen ihr Platz zum Leben auch mit Gewalt geraubt oder mit Gewalt vorenthalten wird. Wenn auf dem Höhepunkt der jüngeren Migrationsbewegungen im Jahr 2016 geschätzt über 5000 Menschen elendig im Mittelmeer ertrunken sind, dann war das nicht einfach die Folge von Schiffsunglücken bei widrigem Wetter. Es war die Folge einer bewusst geplanten und bewusst durchgeführten Politik. Es war die Folge von politischen Entscheidungen, die von den Verantwortlichen sehenden Auges getroffen worden sind, im vollen Wissen und Bewusstsein, dass diese Entscheidungen für Tausende von Menschen zum Todesurteil werden würden. Diese politisch bewusst gefällten Todesurteile wurden, das ist für uns vielleicht sogar das größte aller Probleme, von einem erheblichen Teil der Menschen unserer Gesellschaften ausdrücklich begrüßt und bewusst unterstützt. Diejenigen, die diese Entscheidungen getroffen und diejenigen, die sie begrüßt haben, eint die fundamentale Verachtung derer, die zum Objekt ihrer Entscheidungen wurden. Eine Missachtung ihres Menschseins und damit der Menschheit selbst. Diese Missachtung widerfährt auch den Menschen, die auf Haiti am Ende eines in Armut und Gewalt versinkenden Lebens an einer nicht mehr zu heilenden Erschöpfung sterben. Sie sterben nicht, weil Haiti natürlicherweise eine Insel des Elends wäre, sondern weil das einstmals wohlhabende Land willentlich ins Elend gestoßen wurde und jeden Tag neu ins Elend gestoßen wird, ebenfalls in der Folge bewusster Entscheidungen. Als Hilfsorganisation, die mit ihren Partnerinnen auf Haiti und Moria und an vielen anderen Orten dieser Welt tätig ist, sind wir in besonderer Weise Zeuginnen dessen, was auf dieser Welt geschieht. Unsere tagtägliche Arbeit lehrt uns aber nicht nur, wie es um das bewusst herbeigeführte, in jedem Fall aber bewusst hingenommene Elend dieser Welt bestellt ist. Auf Haiti, auf Moria und an vielen anderen Orten dieser Welt
werden wir glücklicherweise auch Zeuginnen des Widerstands und der Revolten der Menschen, die auf dieser Welt bewusst im Elend gehalten und bewusst in den Tod gestoßen werden. Noch auf Haiti und noch auf Moria finden sich Menschen mit dieser Lage nicht ab, in die man sie zu sperren versucht. Sie kämpfen um ihr Leben und sie führen diesen Kampf eben nicht nur für sich, sondern sie kämpfen ihn für uns alle, für die andere Welt, die möglich ist. Diesen Menschen zu helfen, kann deshalb nicht heißen, ihnen ein immer zu dürftiges Obdach, eine immer zu geringe Speise, eine immer unzureichende Gesundheitsversorgung zu geben. Es muss heißen, ihnen im Widerstand gegen ihre elende Lage beizustehen. Es muss heißen, mit ihrem Widerstand gemeinsame Sache zu machen, gemeinsam Widerstand zu leisten. Wir sind nichts, dichtete Friedrich Hölderlin. Was wir suchen, ist alles. Deshalb machen wir diese Konferenz. Wir wollen mit euch, mit Ihnen allen zusammen herausfinden, wie diese Welt beschaffen ist, warum sie so beschaffen ist und wie das anders auch, wie das vielleicht ganz anders werden kann, wie wir alle diese Welt zu einer besseren machen können. Jede von uns wird das in ihrem eigenen Namen und auf eigene Verantwortung machen müssen, um für sich selbst wie für alle anderen in dieser Welt einen Platz zu finden, der gut bewohnt werden kann. Deshalb heißt diese Konferenz Rekonstruktion der Welt. Damit bin ich bei der zweiten Frage. Der Frage nämlich, warum wir die ersten beiden Buchstaben des Wortes Rekonstruktion in Klammern gesetzt haben. Wir beantworten diese Frage in zwei Zügen. Wir haben die ersten beiden Buchstaben in Klammern gesetzt, weil die Welt noch nie so war, wie sie hätte sein sollen. Weil sie immer schon eine Welt des Elends, der Gewalt und der Missachtung war. Die Welt, die wir schaffen wollen und schaffen sollen, wird deshalb eine neue Welt, im glücklichen Fall sogar eine ganz neue Welt sein müssen. Wenn wir trotzdem, und das ist der zweite Zug, von der Rekonstruktion und nicht von der Konstruktion einer besseren Welt sprechen, dann, weil die Verelendungen der Welt so tief und ihre Zerstörungen bereits so weit fortgeschritten sind, dass die neue Welt, wenn es sie denn geben wird, noch auf unabsehbar lange Zeit mit ihren erlittenen Zerstörungen wird leben müssen. Die neue Welt wird lange noch an der alten Welt zu leiden haben und sie wird das auch von sich aus tun müssen, damit nie in Vergessenheit gerät, was geschehen ist und noch heute geschieht. Damit bin ich bei den 6 Vorträgen, die wir heute und morgen hören und jeweils in zugeordneten Foren und auf einem Schlusspanel diskutieren werden. Alle diese Vorträge behandeln die Lage der Welt und alle stellen die Frage, wie diese Welt in emanzipatorischer Weise verändert werden kann. Gemeinsam ist allen Vorträgen auch, dass sie die Welt aus ihrer kapitalistischen Verfassung beschreiben. Das Elend der Welt ist das Elend des Kapitalismus. Und das Elend überwinden zu wollen, heißt, den Kapitalismus überwinden zu müssen. Auf lange Sicht natürlich. Das wird uns nicht morgen schon gelungen sein. Auf nicht zu lange Sicht allerdings, weil es sonst keine Welt mehr geben wird, die noch zum Guten befreit werden könnte. Das ist, wie man so sagt, der Ernst der Lage, in der wir uns befinden. Ich kann und will hier nicht vorwegnehmen, welche Antworten die 6 Vortragenden auf die ihnen gestellten Probleme geben. Ich kann hier nur die Probleme nennen, die in den 6 Vorträgen entfaltet und auf mögliche Lösungen hin befragt. Im ersten jetzt folgenden Vortrag wird Ulrike Herrmann aus Berlin die kapitalistische Welt als Welt der ökologischen Zerstörung beschreiben. Als eine Welt, die deshalb überall auf der Welt verändert werden und die deshalb besonders hier
verändert werden muss, in ihrem globalen Norden. Denn im Weltmaßstab verglichen sind wir hier, trotz unseres eigenen Elends, Profiteurinnen der herrschenden Weltordnung, haben Teil an dem, was wir von Medico die imperiale Lebensweise nennen. Die Lage auf Haiti und auf Moria wird nur besser werden, wenn hier vieles, wenn nicht sogar hier alles anders wird. Wenn auch wir hier einen Kapitalismus überwinden, der gar nicht anders kann, als diese Welt tagtäglich neu an den Rand ihrer Zerstörung zu bringen und immer häufiger über diesen Rand hinaus. Im zweiten Vortrag wird Sandro Mezzadri aus Bologna die kapitalistische Globalisierung als fortdauernde Gegenwart der kolonialen Durchdringung der Welt fassen, die hier bei uns ihren Ausgang nahm. Er wird aufweisen, dass die Kolonisierung und Globalisierung der Welt zu ihrer totalen Mobilmachung führt. Er wird aber auch zeigen, dass die Bewegung von Europa in die Welt nicht erst heute nach Europa zurückkehrt und dass sich in unserem Verhältnis zu den Bewegungen der Migration das Verhältnis verdichtet, das wir zur Welt einnehmen. Im dritten Vortrag wird Rita Segato aus Buenos Aires entwickeln, dass und wie unsere kapitalistische Gegenwart aus der seit Millionen Jahren fortdauernden patriarchalen Herrschaft resultiert und noch heute alle Geschlechter dieser Herrschaft unterwirft. Dabei wird sie den uns bei Medico leitenden Satz, dass man zwar stets lokal handeln muss, dies in gelingender Weise aber nur tun kann, wenn man dabei global, das heißt, wenn man dabei stets auch die Welt denkt. Sie wird diesen Satz als einen Satz erläutern, der zugleich in die weiteste Ferne und in die nächste Nähe der Welt weist, in die Verhältnisse nämlich, die wir alle alltäglich zueinander eingehen. Im vierten Vortrag schließt Achim Mbembe aus Johannesburg an die Bestimmung der kapitalistischen Welt als einer biopolitischen Welt an, das heißt einer Welt, in der die politische Macht dem Entweder-Oder folgt, Leben zu machen oder in den Tod zu stoßen. Mbembe wird ausführen, dass der Begriff der Biopolitik heute durch den der Nekropolitik, also den Begriff einer Todespolitik, ersetzt werden muss, der es zuletzt, Zitat Mbembe, um die verallgemeinerte Instrumentalisierung der menschlichen Existenz und die materielle Zerstörung menschlicher Körper und Bevölkerung gehen wird. Aufgrund des heute bereits realisierten Ausmaßes dieser Zerstörung wird eine Bio- und Nekropolitik überwindende Politik weltweiter Freiheit und Gleichheit auf absehbare Zeit eine Politik der Reparatur bereits eingetretener Zerstörung sein müssen. Im fünften Vortrag besteht Susan Buck-Moss aus New York auf der von Medico ausdrücklich geteilten Einsicht, dass auch eine solche, dass vielmehr gerade eine solche Politik der Reparatur Weltgeschichte wird machen müssen und deshalb Weltgeschichte auch bewusst wollen. Eine Politik der Weltgeschichte wird sich dabei in die Geschichte der modernen Revolutionen stellen müssen. Und sie wird versuchen müssen, eine Antwort auf die Frage zu geben, was Revolution heute heißen und wie man sie heute und wer sie heute im gelingenden Fall machen kann und machen soll. Dass sich auch eine solche Revolution eine Verfassung geben muss, dass sie sich Institutionen geben und dass sie sich dazu besonders am Paragraph 28
der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte orientieren muss, ist dann das Thema des Vortrags von Thomas Gebauer aus Frankfurt, lange Jahre Geschäftsführer von Medico International. Dieser vielleicht wichtigste Paragraph der Menschenrechtserklärung, der Paragraph 28, verpflichtet uns alle auf die Schaffung einer, Zitat, sozialen und internationalen Ordnung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Schließen möchte ich diese Einführung in das Programm unserer Konferenz, indem ich Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Umstand lenke, dass der eben zitierte Satz nicht von einer beschränkten, nicht von einer teilweise, nicht von einer vorläufigen Verwirklichung der Rechte spricht, die wir uns gegenseitig zugesprochen und gegenseitig versprochen haben, sondern von ihrer vollen Verwirklichung. Das heißt, ihrer Verwirklichung für alle und jede Einzelne hier wie überall. Es liegt auf der Hand, dass dieser Satz nicht von der heute gegebenen, sondern einer noch zu schaffenden Welt spricht. Wie wir dies gemeinsam tun können, das werden wir jeweils nach den Vorträgen miteinander in Foren und auf dem Schlusspanel vertiefen, zu denen wir weitere Referentinnen aus der ganzen Welt eingeladen haben. Referentinnen, bei denen wir uns ebenso bedanken wie bei denen, die ich hier beim Namen genannt habe. Bedanken möchte ich mich zugleich bei allen, die zum Entstehen dieser Konferenz beigetragen haben und heute und morgen noch dafür sorgen werden, dass wir von der Welt hören und sprechen können, die wir gemeinsam schaffen wollen. Wenn ich hier stellvertretend für alle Kolleginnen Julian Töwe und Andrea Schuld nenne, dann weil sie seit Monaten nicht nur für ihre eigenen, sondern auch für die Ideen aller anderen gerade zu stehen haben und hatten. Fangen wir also an. Ich gebe das Wort weiter an Florian Schwinn, der den Vortrag und das Forum zu Ulrike Herrmann moderieren wird. Florian, bist du da? Ich bin da. Guten Morgen. Hallo Thomas. Dankeschön. Okay, es geht los mit der Lecture One, von der Not nicht mehr wachsen zu dürfen, zur Weltlage des Kapitalismus vor dem planetaren ökologischen Kollaps. Den ökologischen Kollaps werden wir hier nicht nochmal extra vorstellen. Wir gehen davon aus, dass wir davon alle wissen und dass wir dazu genügend wissen können, um das nicht alles nochmal vortragen zu müssen. Es geht eher darum, heute zu klären, wie wir den vermeiden können, also wie wir rauskommen. Und dazu wird uns zunächst Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin und Autorin, das jüngste Buch heißt Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, nur das zu nennen. Sie wird uns jetzt gleich einführen ins Thema mit ihrem Vortrag von der Not nicht mehr wachsen zu dürfen, was, wie wir alle wissen, der Kapitalismus, der vieles kann, aber das kann er nicht. Also muss etwas anderes her als das, was wir alle kennen. Kapitalismus ist es nicht. Und es kann nicht die Alternative sein, die wir auch alle kennen und die bereits vielfach gescheitert ist. Früher sprach man gern vom dritten Weg, aber den ist auch keiner gegangen bisher. Später diskutiert dann hier im Forum noch, das sich anschließt an den Vortrag von Ulrike, der ungefähr eine halbe Stunde dauern wird. Später diskutiert dann hier noch mit Nina Treu vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, das auch den Leipziger Postwachstumskongress mit ausgerichtet hat, der korrekt eigentlich Degrowth-Kongress heißt, aber Degrowth weiß ich nicht so richtig, wie man das ins Deutsche übersetzen könnte. Und mitdiskutieren können auch alle, die uns jetzt zuhören und zuschauen. Das geht über die Funktion F und A unten an eurem Bildschirm, da seht ihr die, ungefähr da. Da draufklicken und dann da was reinschreiben, eine Frage oder einen Kommentar. Das Medico-Team liest und sortiert die Fragen und Moritz Krawinkel bringt sie dann später hier ein in dieses Forum, was hier folgt. Direkt mitmachen und online fragen geht auch. Schauen wir mal, wie viele Menschen da mitreden, direkt mitreden können. Es sind viele zugeschaltet, jetzt schon 500 sehe ich. Und Moritz Krawinkel wird Fragen zusammenfassen, die in diesem F&A
auftauchen. Aber direkt mitmachen wird auch möglich sein. Ich sage dann später noch mal mehr dazu. Jetzt Ulrike Herrmann, ich hoffe, du bist da.